Ist doch gut, passt doch. Und Zugriffsprotokoll, das brauchen wir. Ausrüstungsvergabe. Ausrüstungsvergabe. Repariert Handwaffe Wilson, Wilson Levita. Wenn jemand Alitlenstos Helm findet, gibt es eine Belohnung. Da drin steckt ein Foto von meinem Sohn. Das ist ihm sehr wichtig. Also hat einen Helm verloren. Okay. Dann gehen wir auf Roboter-Updates. Letzter Eintrag. Kirklin B. Okay. Jetzt ist die Frag. Whoser F ist Kirklin B? Lass uns die mal suchen. Hi, Andreja. Na, du? Hallo. Hi. Und? Sonst so mit dir? Geht noch ja, was natürlich. Heute? Oder? Nee, wir haben schon alles gemacht. War das dann alles? Das war leider alles. Du hast keine Option, mit der ich nützliche Gespräche mit dir führen könnte, die weiter unsere Beziehung beeinträchtigen könnten. Positiv. Deswegen habe ich das Gespräch, was auch kein Gespräch war, abgebrochen, um keine Zeit zu verschwenden und wir weiteren Abenteuer entgegengehen, laufen, springen, fliegen können. Ohne die Mauern wäre Bailey die ganze Stadt Kirklin. Ein Ashtar-Buffet. Hast du denn ein bisschen Credits dabei? Du siehst mich nicht mehr, right? Hm? Entschuldigung, sorry. Das wollte ich nicht. Das war der Nachbar, das war Tommy. Er hat Tommy der Langfinger auch genannt. Hat geklappt. Okay, dann, ich mach das immer so. Erstmal den Menschen beklauen und dann mit ihm reden. Dann kann er, hat er keine Leute Argumente wissen, gegen mich, weil tun. sie hat kein Geld, Leute zu bestechen. Apropos bestechen, wir könnten das mal freischalten, diesen Perk. Habe ich jetzt übrig Punkte? 4 Punkte nicht geskillt, Alter. Oh mein Gott. Dieb mache ich nicht höher, denn ich kann ja eh laden. Überzeugen wäre strong, das würde ich fühlen. Aber es ist auch geil, wenn es nicht immer klappt. Muss ich sagen. Es ist auch geil, wenn es nicht immer klappt. Handeln 10%, also auf 15%, dass man es teurer verkauft. Weiß nicht. Gastronomie, was ist das? Du kannst. Okay, das ist mir jetzt egal. Täuschung. Stärkere Schiffe ergeben sich automatisch deinen Piratenbedrohungen, okay? Das ist nicht schlecht, Diplomatie. Du kannst NPC das auf oder unter deinem Level steht vorübergehend am Kämpfen hindern. Das Verhandeln einschüchtern. Du kannst ein NPC, das auf oder unter deinem Level steht, vorübergehend in die Flucht zwingen. Isolation. Wenn du keinen Begleiter hast, okay, bist du halt, ist es halt Lone Ranger. Verhandlungsgeschick. Du hast jetzt Zugang zu Bestechung in Überreden, Herausforderungen. Das wäre lustig. Hätten wir noch mehr Dialogoptionen. Das alles hochzuskillen, dieser Random-Faktor ist schon geil. Klappt's mal nicht. Das ist ja auch im Echtleben. So, wenn du dich jemand überreden willst, manche sind Sturke, wir haben keinen Bock, egal was für Argumente du bringst. Aufheizen. Du kannst ein NPC-Ziel, das auf oder unter deinem Level steht, vorübergehend dazu zwingen, seine Verbündeten anzugreifen. Okay, das ist wild. Das ist wild. Aber ich möchte doch selber Kopfschüsse vergeben. Führung. Begleiter gewinnen 25% schneller Sympathie. Oh mein Gott. Das ist mein Ding, was ich brauche. Begleiter gewinnen 25% schneller Sympathie. Begleiter haben 50% mehr Gesundheit und 50% mehr... Okay, ist es egal. Begleiter heilen gelegentlich, wenn deine Gesundheit auf niedrigen Stand fällt. Strong. Verdoppelt die Boni von Kampf- und Physisch-Krug-Skills bei Begleitern. Begleiter haben eine Chance, sich von selbst zu erholen, wenn sie am Boden sind. Das ist gut. Begleiter gewinnen 25% schneller Sympathie. Das nehme ich. Safe. Kann ich nicht, weil ich nicht genug Punkte habe in dem Ding, oder? Oh nein. Oh nein, warum geht das nicht? Wie viele Punkte brauche ich denn? Gib 4. Ja, 4 weitere Punkte am Arsch. Du kannst einen Außenposten zu sich von links platzieren. Ja, okay, das ist egal. Schiffsbefehl. Du kannst bis zu 4 aktive Crewmitglieder haben. Das ist bis zu 8. Xenosoziologie. Du kannst ein Alien-Kreaturziel vorübergehend dazu bringen, den Kampf einzustellen. Okay, das Beste wäre nur mit den Begleitern. Aber mein Main-Ziel ist es erstmal hier fliegen. Hier ein bisschen das Schiff upgraden.
eigentlich fast zweitrangig. Vorrangig wäre das hier. Damit ich... Warte mal, ist das hier... Doch, das ist schon Main, wegen Klasse C-Schiff. Genau, Klasse C-Schiff. Das ist halt, das wäre mir wichtig, dass ich auch andere Schiffe noch fliegen kann. Das Ding ist, wir müssen halt noch ein paar Schiffe töten mit Zielfunktion. Dann Forschung, Analyse, Forschung, Medizin. Ja, das ist ein bisschen schneller heilt und so, ist auch geil. Das dauert ja nicht immer so lang. Können wir machen. Was ich eigentlich ausskillen wollen würde, wäre das hier, das Sicherheit. Das hier, schalte diesen Rang frei hier. Also, ich kann ja jetzt schon alles knacken. Oder? Ich kann ja schon Meister knacken. Das fehlt noch. Setze einen Dietrich ein, um Schlüssel zu eliminieren. Die für das Lösen des Rätsels nicht nötig sind. Aber das weiß ich vorher. 5 automatische Versuche können für später aufgehoben werden. Setze einen Dietrich ein, um einen Schlüssel zu eliminieren, der nicht versucht. Okay, das klingt nicht schlecht. Dann geht es weg und dann habe ich weniger Optionen und es ist einfacher. Aber ja, ich kann die ja auch so öffnen bis jetzt. Und das mit dem Versuchen automatisch... Ja, mache ich halt manchmal. Du kannst versuchen, Schlösser des Levels Meister zu hacken. Das habe ich doch schon. Warum kann ich denn hier noch auf den klicken eigentlich? Meister kann ich schon. Wieso kann ich denn hier noch auf... Macht dann gar keinen Sinn. Ich kann das hier noch skillen, obwohl ich das Meister schon kann. Ich habe Meister schon gemacht, das sind 5 Reihen. Okay, ich kann mit momentan eh alles aufmachen, von daher ist es kein Problem. So, also hier mit den Schiffen, dass man alle Schiffe fliegen kann, die höchsten Schiffe. Das ist, dass das Schiff besser wird, okay. Physisch, Wohlbefinden, vielleicht mehr Gesundheit irgendwann, momentan reicht das Gewicht, dem habe ich eh geskillt. Körpertraining, checke ich eh nicht, wie man hier rutschen kann. Und Energieschwächung, Umweltkoordinierung. Das würde ich gerne machen. Du erhältst Resistenz gegen luftbasierte Umgebungsschaden. 10% oder nur Luft? Ich möchte generell Resistenz auf dem Planeten mehr haben. Ernährung, Effektivität von Ertränken, okay. Schmerzgrenze, physischer Schaden um 5% verringert. Zelluläre Regeneration erhöht leicht die Wahrscheinlichkeit, ganz natürlich von Verletzungen zu genesen. Klingt strong. Leichte Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, ganz natürlich von Infektionen zu genießen. Okay, das ist einfach die Kampfkunst. Erhöht deine Chance, durch einen Nahkampf oder waffenlosen Angriff einen kritischen Treffer zu erzielen. Gut, Tarnung ist klar. Keine Minen mehr aus. Schleichmodus. Chance von 10% einbezieht, durch einen waffenlosen Angriff zu betäuben. Du regenerierst außerhalb des Kampfes langsam Gesundheit. Ist auch krass, aber muss ich halt so viel skillen. Okay, ich wollte eigentlich bei Überzeugen mit rein skillen. Aber wie gesagt, ich finde es gerade so geil mit dem Überzeugen. Dass mal klappt und mal nicht klappt. Plündern können wir laden, theoretisch. Kampf haben wir gar nichts. Da bräuchten wir das hier. Gewehre verursachen 10% mehr Schaden, sondern 40. Du lädst schneller Gewehre. Weil wir nutzen, glaube ich, immer Gewehre. Falls das ist, was ich ein Gewehr habe. Forschung. Entsperren Kraftsprünge höher. Du gewinnst mehr häufig und seltene organische Ressourcen. Medizin ist geil, das heilt schneller. Für die Fertigung von Items werden in der Forschung weniger Ressourcen benötigt. Entsperren fügt den Handscanner einen optionalen Zoom und einen erhöhten Scan. Optionalen Zoom finde ich komisch, habe ich eben meine Kanonen. Wenn 20 Meter habe ich mal probiert, war ich nicht begeistert, aber könnte ich mal machen. Ist das das gleiche? Achso. Du gewinnst mehr häufige seltene Organscan. Du kannst auf der Oberfläche von Planeten, Monden seltene anorganische Ressourcen aufdecken.
Du kannst bessere Anzug, Helm und Mod erforschen. Du kannst verbesserten Außen, okay, Astrophysik. Du kannst die Monde von des aktuellen Planeten scannen. Es besteht eine Chance, 10% beim Scannen eine Eigenschaft zu entdecken. Chemie, Außenpolitik, Spezialprojekte. Man kann sehr, sehr viel Forschung machen noch. Ich wollte aber das später machen. Also hier reizt mich nur das mit der Medizin. Dass du dich halt mehr heilst. Kann man machen. Dass die Grafsprünge, dass du mehr Reichweite hast. Je nach Schiff werden wir vielleicht das mal brauchen. Und das mit dem Scanner. Also die drei vielleicht. Aber... Ja, ich weiß nicht. Komm, ich lasse es erstmal. Ich vertage die Entscheidung. Hä? Einfach Entscheidung vertagt. Deswegen muss ich jetzt mal kurz pinkeln. So, ich war fleißig schiffen. Jetzt geht's direkt weiter. Mit falsch positiv, sprich mit Bailey Kirlinkin. Mhm. Ohne die Mauern wäre die ganze Stadt wir, ja, ein Ashtar-Buffet. Ja. Oh, hallo. Schon wieder zurück? Buffet ist lecker, ja. Davis meinte, ihr wolltet zusammen auf Patrouille. Es geht ihm gut, oder? Ich war schon. Ist nichts Schlimmes passiert, richtig? Nope. War nicht so schlimm. War ganz entspannt. Wir wurden nur von drei Ashtar angegriffen, die eigentlich Roboter sind. Ist es vielleicht deine Schuld? Wird es nicht gefallen, wenn er hört, dass du den Roboter da rausgeschickt hast. Es geht uns beiden gut. Ist aber sicher nicht dein Verdienst. Ich habe Sicherheitsprotokoll überprüft. Ich weiß, was du getan hast. Machen wir das. Ach, Scheiße, die wollte ich doch löschen. Pass auf, es sollte niemand verletzt werden. Ja. Dieser ganze Quatsch mit dieser Nervensäge und ihren Sensoren geht Davis auf den Sack. Und das macht sich bemerkbar. Immer diese Intrigen, dass dieser verdammte Roboter sollte bloß ihre Daten durcheinander bringen und dann zurückkommen. Wegverjagen wollen mit Lügen. Er hätte nicht ausfallen dürfen und schon gar nicht die Ashtar aufstacheln. Ja, hätte, sollte, Fahrradkette hier, Döner, Kebab, was weiß ich ja. Ich werde Davis bitten, dich nicht so hart ranzunehmen. Oh. Entschuldigung? Um was geht es hier? Klingt, als wäre es Zeit, sich nach einem neuen Job umzusehen. Wenn meine Taschen richtig schwer vom Credits wären, würde ich vielleicht nicht Davis zu Davis schaffen. Boah. Okay, Herr, Mrs. Unterste. Spielt keine Rolle. Ich hab's schlimm versaut. Ja. Du könntest zumindest dankbar sein, dass dir Gnade angeboten wird. Ja, siehste? Ja, danke, Andrea. Ja, das finde ich interessant. Die mischt sich jetzt immer mehr ein. Also ich meine, die supportet mich jetzt immer mehr bei den Dialogen. Andrea und ich sind hoffentlich bald so. Ich würde es auch gerne skillen, dass ich 25% schneller Zuneigung auf die NPCs habe. Und auch die Begleiter. Sorry, ich habe da nicht mit jedem eine Begleitung. Also, ne, man kennt's. Egal, wo du bist, Leistung. Immer nimm das Wasser mit dir. Egal, wo du hingehst, nimm das Wasser jedes Mal mit. Everywhere you go. Also, Parzelle 37. Mhm. Juhu. Hallo. Der Roboter hätte jemanden töten können. Ja, war echt so, Digi. Aber sie ist schuld. Die andere Uschi und nicht die eine, die ja nicht nur helfen wollte. Der Bot war total hinüber. Ich stehe mit leeren Händen da. Hattest du mehr Glück? Ja. Weißt du, wer dahinter steckt? Lügen, nein. Die Protokolle waren beschädigt. Keine Chance, Schuldigen zu identifizieren. Bailey Kirklin ist deine Schuldige. Kirklin meinte, sie wollte damit dein Leben leichter machen. Keoni hätte deine Arbeit beeinträchtigt. Das ist die Wahrheit. Dein Ernst? Ja. Oh, Bailey. Wie konntest du nur? Sabotage. Und das durch unsere Leute. Wenn man jetzt Alkoholiker wäre, oh, Bailey, irgendwie falsch. Welch verrückt. Tja, danke für die Hilfe. Jetzt muss ich mich darum kümmern. Ich lasse dir ein paar Credits zukommen. Appreciate. Ist nicht viel. Wir sind hier nicht gerade reich. Gib Keoni Alpin etwas Zeit für ihre Datenerhebung. Vielleicht. Nun ja, hilft uns ihre Forschung. Jawohl. 6-3. Es passt. Mir geht's eher um die XP. 75. Geld habe ich ja schon. 638.000, sprich in 24 Stunden UT wieder. Mit Keoni oder mit Ding. Wie jetzt? Ich darf innerhalb von 14 Stunden nicht mit denen sprechen. Mission aktualisiert. Alpha-Tier. Ich muss jetzt 24 Stunden aber nicht sprechen mit denen.
Oh oh, aber komm, wir warten 24 Stunden. Wir legen es einfach im Bett, das hier irgendwo rumliegt. Und dann schlafen ein bisschen. Wir haben doch letztens genug Betten, Schwetten, Zetten hier gefunden. Egal wo wir sind, nimm das Wasser mit dir mit. Geh nicht ohne Wasser aus dem Haus, denn du wirst Durst haben. Egal wo wir hingehen, nimm das Wasser mit dir mit. Everywhere you go, always take the better with you. Sind ja keine offenen Häuser mehr. Es sind nochmal immer so offene Häuser, wo man sich hinlegen kann. Schade, vielleicht gehen wir. Sprich mit dem Mädchen. Okay. Habe ich da beim Rum. Wie geil. Anscheinend hat der Charakter beim Rumfliegen irgendwas aufgeschnappt. Und vielleicht kann ich wieder helfen. In Aquila City. Ich glaube auch noch meine Lieblingsstadt. Hi. Annie Wilcox. Hast du Geld? Bist du reich? Kann ich dich beklauen? So. Links, rechts. Ach, die kann man nicht beklauen. Okay, also Emily Wilcox und Emily Cartwright. Die heißen Annie Wilcox und Emily Cartwright. Ich bin Annie Wilcox. Hey Annie, was ab? Du bist neu in der Stadt, oder? Ja. Yep. Das heißt, dass ich dich im Auge behalte. Nein. Ich war schon oft hier, habe auch den Banküberfall verhindert. Ich bin eine Berühmtheit hier. Für mich steht fast bald eine Statue da. Ach ja, vielleicht behalte ich dich im Auge. Schön, dich kennenzulernen, finde ich. Das ist gut. Du bist ganz schön neugierig. Nein, ich finde das in der Mitte gut. Wirklich? Oder sagst du das nur so? Das ist doch nett. Ich arbeite für die Freestar Ranger, okay? Same. Ich bin die allererste Ranger-Überwachungshelferin. Jawohl. Und das ist kein ausgedachter Titel oder so. Das ist halt einfach so. Ranger Emma Wilcox hat ihn mir offiziell verliehen. Jawohl. Was ist die Aufgabe einer Ranger-Überwachungshelferin? Fragen wir mal. Ich beobachte Leute und höre ihnen zu. Wenn ich was über Schmuggel oder Aurora oder Gangs höre, sage ich es den Rangern. Vernünftig. Das ist ganz leicht, weil Kinder immer ignoriert werden. Und ich kenne total viele gute Verstecke in der Stadt. Schwer ab. Geh spielen oder so. Ranger Emma Wilcox? Ist das deine Mutter? Ganz genau. Sie ist Senior Ranger, also meine Chefin und auch die Chefin von den anderen Rangern. Naja, auch von mir. Außer von Diego, der ist auch Senior Ranger. Ach ja, und der Marshall ist der Chef von allen Rangern. Also ich verstehe nur Ranger. Mit so einem Titel musst du ja wirklich gut sein. Zack. Ich bin die beste Ranger-Überwachungshelferin aller Zeiten. Ich glaube auch die einzige. Irgendwann bringe ich den anderen Kindern alles bei. Ich muss den Nachwuchs vorbereiten. Jawohl. Ich bin ja nicht ewig da. Sehe ich auch so. Also, wie sieht's aus? Bleibst du schön gesetzestreu? Oder muss ich dich auf meine Liste setzen? Auf die Liste. Welche Liste? Meine Liste mit Leuten, die vielleicht Ärger machen. Die beobachte ich ganz genau. Ich mache doch keinen Ärger. Du willst nicht auf meine Liste. Nope. Ich habe nicht vor, irgendwas anzustellen, wenn es dir darum geht. Das geht dich nichts an. Ich folge meinen eigenen Regeln. Ja, naja, okay, komm. Richtige Antwort. Jawohl. Hoffentlich meinst du es auch ernst. Nope. In Aquila City regieren die Verbrecher. Die sind einfach überall. Schweinerei. Und deswegen müssen die Ranger sie bekämpfen. Und die Ranger-Überwachungshelfer. Jemand stiehlt bei Laredo Arms Waffen Rangers, und so ein Zeug. Und die Erwachsenen glauben uns nicht. Ich mach das. Wir alle. Du kannst uns vielleicht helfen. Ich bin neu in der Stadt. Mach die Scheiße selbst. Ihr seid doch Überwachungshelfer. Warte mal. Du bist kein Ranger, oder? Warum glauben sie euch nicht? Fragen wir mal. Weil sie dumm sind. Oha. Ich gebe der Security ganze Listen mit Verbrechen und Hinweisen. Die interessiert das gar nicht. Trotzdem nicht? Ich mache quasi ihren Job für sie. Uiuiuiuiui. Okay, ich beiße an. Sag mir, warum es geht. Wenn ein Krimineller sein Unwesen treibt, bin ich stets bereit zu helfen. Natürlich. Bei meiner Ranger-Patrouille neulich Abend hat ein verdächtiger Mann Laredo Arms ausgekundschaftet. Okay. Ich habe ihn möglichst lange beobachtet, aber dann war Schlafenszeit. Gleich am Morgen bin ich wieder hin und habe Justin Sneed verhört.
Und der hat gesagt, dass es bei der Inventur eine Diskrepanz gab. Oh nein. Ich habe ihm von dem verdächtigen Mann erzählt, aber er hat mir nicht geglaubt. Everywhere you go, immer nimmt Diskrepanz total mit. Bist du sicher, dass dieser Verdächtige ein Dieb ist? Sag mir, dass du wenigstens irgendeinen Beweis für ein Verbrechen hast. Das scheint mir kein Zufall. Verdächtiger ein Dieb ist? Ich konnte nichts beweisen, aber der Verdächtige hat sich ganz komisch benommen. Okay. Er wollte bestimmt nicht entdeckt werden. Meine Mutter sagt, man muss auf seinen Instinkt hören. Ich weiß, dass das ein Dieb ist. Sag mir du, dass du wenigstens irgendeinen Beweis für ein Verbrechen hast. Hat sie, glaube ich, gesagt, sie hat keinen, ne? Ich habe regelmäßig bei Mr. Sneed nachgefragt. Sneed? Okay. Naja, bis er mir Hausverbot geben wollte. Oh, das ist natürlich doof. Und er hat gesagt, Fragen ihr neues Inventursystem hat, Schluck auf. Gesundheit. Das ist kein Schluck auf, das ist Raub. Ein Ranger war das zu wenig. Also habe ich auch Emily aufgenommen. Emily. Ich bin Ranger-Überwachungshelfer-Helferin. Oder sowas in der Art. Ich bin Ranger. Wir haben herausgefunden, dass der Dieb fast jede Nacht einbricht. Total spät. Jede Nacht? Er hat eine Schlüsselkarte. Du musst ihn nur für uns schnappen. Dir glaubt die Security. Ja, aber hey, wie habt ihr das alles herausgefunden? Wir haben alles gemacht. Tatort untersucht. Zeugen verhört. Verdächtiger. Gefolgt auch noch? Sehr gründlich. Ja, ein Dreger. Und sehr beeindruckend. Ja, natürlich. Danke, danke. Ich höre ich öfters. Bin ihm den ganzen Tag lang unbemerkt gefolgt. Okay, das ist krass. Warte mal, er hat eine Schlüsselkarte? Seriously? Emily hat ihn erwischt, wie er die Seitentür aufmacht. Da wussten wir, dass er wirklich ein echter Verbrecher ist. Seitentür? Ich glaub's nicht, dass ich dabei helfe, eurem Hirngespinst hinterher zu jagen. Mal sehen, was ich tun kann. Du würdest damit Aquila City helfen. Hi, Ma'am. Am besten gehst du so um Mitternacht hin. Du musst warten, bis er rauskommt und ihn auf frischer Tat ertappen. Wir müssen ihn zur Strecke bringen. Okay. I see. Du wirkst dich dann so klein und... Okay. So, Andrija, lass uns mal schauen, was der Verbreaker da macht, falls es einer ist. Stell den mutmaßlichen Dieb. Stell deinen mutmaßlichen... Okay. Der ist da gerade? Oh! Ich bin am Arsch. Was? Du? Ich... Oh, shit. Ich habe dich auf frischer Tat ertappt. Keine Dummheiten. Mitternacht um eine Fabrik herumschleichen? Gar nicht verdächtig. Es gibt also wirklich einen Dieb. Das kann doch nicht sein. Ich mache das Rumschleichen gar nicht verdächtig. Ich kann das erklären. Ach, shit. Okay, tell me more. Oh Gott, nein. Security. Es sollte ein Kinderspiel sein. Keine Bewegung. Also... Wenn das nicht der Galbank-Held ist. Oh. Und wen haben wir hier? Für einen späten Spaziergang bist du ganz schön bewaffnet. Jetzt sind wir? Ich gebe auf. Mutmaßlicher Dieb. So ist's recht. Jemand hat mich vor heute Nacht gewarnt. Same. Hatte die kleine Annie etwa tatsächlich recht? Sie auch? Annie mag ein Kind sein, aber sie ist beeindruckend. Vielleicht sollte man ihr eine echte Marke geben. Ich bin genauso überrascht wie du. Wer hätte das gedacht, oder? Oder, ja. Ich komme jetzt klar. Aquila City dankt dir erneut. Okay. Und, danke Annie von mir. Oh Mann. Wird sie in 20 Jahren noch prahlen. Siehste, wenn sie echter Ranger ist, erstatte Annie Wilcox Bericht. I will. Der Ranger Helferin. Jawohl. Nimm jedes Mal was zu trinken mit. Everywhere you go, always takes a water with you. Immer Wasser mitnehmen, Jungs und Mädels. Aber don't drink and drive, aber immer genug trinken, damit man nicht dehydriert oder so. Oder so ähnlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Zack, rein da. Ich bin hier abgeschnitten. Geil. Oh, mein Hals. Oh.
Deputy. Annie Wilcox, was geht ab? Ist das dein Schiff, das da gelandet ist? Hat dich schon das Ding hier? 50%. 1578. Das ist eine Menge, aber alle beobachten mich. Ey. Die Chance ist 50-50. Von daher, vielleicht klappt's ja. Oh, hat sogar geklappt. Ich habe einfach ihr Geld genommen. Du musst mal Philburns Bier probieren. Wird hier gebraut und ist gar nicht übel. Und was ist eine bessere bei ihm? Auswahl an Getränken findest du nirgendwo im Freestar Collective. Der hat 967, 63%. Und einen geilen A. Also, netter Mensch ist das hier. Hey, halt! Im Namen des Gesetzes! Ja, hat das nicht so geklappt, aber das Risiko wollte ich halt nicht minimieren, maximieren. Duracell, penetrieren und so weiter. First try. Wie so oft. Es gibt viele Bars. Oh, warte mal, wenn ich hier bin, gibt es nicht den Computer, wo ich noch mehr Aufträge annehmen kann für den Freestar? Oha. Geil. Rette die Geisel, schon wieder. Sind das immer same Missions hier? Töte Verbrechungsgang, Anführer auf dem Planeten Kusima 5D. Töte gesetzlosen Captain auf dem Planeten Piazza 6. Zerstöre Crimson Fleet Captain im Gunibu-System. Krawall im All. Also mir gefällt die Quest am besten. Krawall on the All. Ich habe einen Spezialauftrag für mich. Für mich, Jenny, raide mit Diego Morenona. Glaub mir, das wird dich interessieren. Ja, nehme ich an. Und nehme ich an. Easy. Ich bin der Main-Quester hier. Okay, so, was? Hi, Annie, du hattest recht. Emma, hast du noch Geld? 873, oh mein Gott, wie krass. 873. Fast Quick Save, Fast Pace hier. Also. Geht das? Hat geklappt. Gut. Dann nehmen wir mal mit Emmy hier. Hi. Hast du den Dieb geschnappt? Yep. Hat es geklappt? Yep. Annie, warum bist du noch wach? Du solltest längst schlafen. Jetzt sei mal nicht so, ich muss ja berichten. Mom, ich muss es wissen. Mama. Du hast ihn erwischt, oder? Jawohl. Das Ganze war leichtsinnig, aber verrückt. Unverrückt. Aber wir haben den Dieb. Jawohl. Die Secure hat den Verdächtigen gewahrsam. Scheint ein klarer Fall zu sein. Du hattest den richtigen Riecher. Wir haben den Dieb gefangen. Erstmal das hier. Zack. Wir waren vorsichtig. Und jawohl. Wir haben ihn. Annie Wilcox, was hast du angestellt? Ach, sie weiß es noch gar nicht. Ich habe dir von dem Laredo-Dieb erzählt. Tja, und wir haben ihn geschnappt. Wie? Das war echt? Klar. Natürlich war das echt. Hat sie doch gesagt. Ich, sie sagt die Wahrheit. Das ist kein Witz, oder? Sie und ihre Freundin hatten großen Anteil an der Ergreifung des Täters. Das klingt verrückt, aber sie lügt nicht. Ich hatte ihr auch nicht geglaubt, aber es war kein Hirngespinst. Warum ist das so schwer zu glauben? Ich mach das Erste, das ist nett. Zack. Ich... Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Annie? Wir reden später darüber. Ich bin stolz auf dich. Aber Du musst aufpassen. Ja, Mom. Ich werde die beste Ranger-Überwachungshelferin aller Zeiten. Danke, dass du ihr und bei all dem geholfen hast. Das ist für dich. Großer Gott. Ich muss die Ohren offen halten. Man weiß nicht, dass die Leute vielleicht klar. Okay. Wenn du eine Waffe suchst, empfehle ich dir Laredos Waffenfabrik. Okay. Die produzieren direkt hier. Ich gehe eher auf Random Drops, mein Kleiner. Hey, hallo. Helga Durbray. Hi. Oh. Hi. Das war's also? Hast du Geld? Kann man über dir was mobsen hier? Siehst du mich noch? Siehst du mich nicht mehr? Die hat gar nichts, okay, du? Ach Quatsch, das ist ein Engel. Das ist ein normaler Gast. Es kommen viele Promis nach Aquila. Man weiß nie, ja, man ich bin einer davon, das siehst du ja. Es kommen viele Promis nach Aquila. Was machst du am Tisch? Vor ein, zwei Jahren musst du mal tanzen? Was mit Ron Hope getrunken. Der verträgt was.
Ja, ich hatte auch große Hoffnung, dass Ron Hope was verträgt. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Helfen zu können, hallo, ist mir hallo Betreuer. Eine Ehre. Das ist gut. Helfer werden immer gern gesehen. Besonders, wenn sie es freiwillig machen und nichts dafür verlangen. Damit andere nicht eingestellt werden müssen, für die sie teuer bezahlen, entlöhnen müssen. Sie müssen die teuer entlöhnen, die anderen. Also, ja. Finde ich gut. Öffnen, 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 öffnen und öffnen. Ich darf hier nichts klauen, aber ich kann es mir hier anschauen. Poncho, Siedler. Hui. Was hast du da für komische Handbewegungen, Andreja? Okay, was ist denn hier noch? Ui. Ist das, glaube ich, das Hotel, wo ich schon mal ein Zimmer hatte? Wie viele Werke des Stöckes hat es denn, der ganze? Ich bin stolz, den Freestar Rangern zu Betreuer. Unser neuester Deputy. Ein named NPC. Don't look at me. 837. Don't look at me. Okay, appreciate. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat genug, also mehr als genug Geld. Du bist damit davongekommen? Ja klar, Andreja. Let me talk. Was ist denn mit ihm? Hey, habe mich schon gefragt, wann du kommst. Ich bin Alex. Hey, Alex. In Nias Bericht hieß es, dass du nach Neon fliegst. Neon war ich schon, ja? Da wollte ich schon immer mal hin. Wie hat's dir gefallen? Hey, das war wie das Spiel Cyberpunk 2077 irgendwie, aber bin mir nicht sicher, hab's nie gespielt. Warum fliegst nicht du einfach mal selber nach Neon? Ich bin nicht hier, um Smalltalk zu halten. War nicht so mein Fall, ich weiß nicht. Ich war nach meinem Geschmack. Ja, warum spielst du nicht? Ja, ja. Oh, ich kann nirgendwo hinfliegen. Hab Probleme mit den Ohrtrompeten. Oh, wenn ich in einer Druckkabine bin, ist das so, als würde jemand mit einem Lasercutter an meinem Kopf rumspielen. Ist nicht schön. Aber wenn du mir davon erzählst, kann ich wenigstens so tun, als würde ich die Partyhauptstadt der Galaxie besuchen. Okay. Ja, war genau nach meinem Geschmack. Alles korrupte Leute. Ein Chef, der ein A-Loch ist, der die Leute ausbeutet. Perfekt, war ganz nach meinem Geschmack. Denke ich mir. Oh. Es klingt so aufregend und stimulierend. Im Vergleich dazu wirkt Aquila City wahrscheinlich wie das langweiligste Kaff in den besiedelten Systemen. Aber leider muss ich mich mit den Berichten von dir und anderen Rangern begnügen. Mein Lieber, Aquila ist viel besser. Was Nützliches gefunden? Verschluss. Oh, es gibt eine Slate, oder was? Diese Slate muss so schnell wie möglich entschlüsselt werden. Ranger Price sagt, du kannst dieses verschlüsselte Slate knacken. Hä? Wie komme ich denn? Ich bin jetzt einfach irgendwo random wohin gegangen, ohne dass ich weiß, dass der da jetzt alles machen kann. Und habt ihr den entdeckt? Jetzt gehört er zu irgendeiner Quest? Wie crazy am I? Weißt du? Kannst du mir das Slate entschlüsseln? Hättest Ranger Price sagt, du kannst es knacken. Das Slate muss Ach ja. Okay. Herausforderung angenommen. Aber ich habe mir noch gar nichts erzählt, oder? Ist nur eine Frage oder? Der Zeit, bis ich alle schmutzigen kleinen Geheimnisse auf diesem Baby hier, kenne. Oh. Wenn du noch mehr solche Dinger findest, bring sie mir. Sprich, es hilft mir, so wenn ich mehrere Instanzen der Verschlüsselung vergleichen kann. Such mich einfach hier oben. Ich habe kein Leben, bin also immer leicht zu finden. Oha! Wie traurig. Ich habe kein Leben, ich bin immer, okay, aber... Ich werde dich nie wieder finden, weil ich nicht mehr weiß, wo ich überhaupt hier bin. Es dauert so lange, wie es dauert. Sowas kann man nicht beschleunigen. Aber ungefähr. Aber eins kann ich dir versprechen. 4 bis 6 Wochen? Es geht deutlich schneller, wenn ich keine dummen Fragen beantworten muss. Hey, okay, wie wild der jetzt ist. Erstmal Anfang nett und dann irgendwas gegeben und dann wollte er was übernehmen wissen. Jetzt ist er ganz freundlich zu mir. Du gehst nicht viel raus, oder? Warum sollte ich? Da draußen warten nur Dreck, kalte Luft und Äste auf mich. Mir gefällt mein gemütliches, antisoziales Büro deutlich besser. Danke. Vorhin hat er noch gesagt, dass er gerne nach Neon reisen würde, aber er kann halt nicht hier mit dem Luftdruck und so, ne? Viel Spaß mit dem Bing. Ich zähle auf Sie. Du weißt aber, dass ich im Rang über dir stehe, oder? Ist scheißegal, Bitte und Danke sind im Umgang mit Vorgesetzten sehr hilfreich, Neuling. Aber leck mich! Wie er auf einmal unfreundlich war. Ich wollte doch von Neon City erzählen, damit du sagen kannst, ich war schon mal da, aber dann nicht mehr. Letzte Nachricht. Viel Glück.
Alex Shadid von Helga Dubray. Betreff: viel Glück. Hoffentlich freust du dich schon auf heute Abend. Und denk dran, nicht nervös werden. Du bist ein toller Typ. Es wird bestimmt fantastisch laufen. Lea und du, ihr seid beide... Ihr beide seid die schlauesten Leute, die ich kenne. Also wird es euch nicht an Gesprächsstoff mangeln. Du schaffst das. Neues Syndikat aktiv. An alle Ranger von Daniel Blake. Neues Syndikat aktiv. Ich möchte, dass ihr alle eure Augen und Ohren offen haltet. Berichte der Security sowohl hier als auch in Neon zeigen einen beunruhigenden Trend. Oh. Scheinbar ist der Schmuggel wieder groß im Kommen und es ist mehr als eine Fraktion involviert. Sieht aus, als könnten wir es mit einem neuen Akteur zu tun haben, der sich hier niederlassen will. Wahrscheinlich wird es einige Konflikte zwischen den Fraktionen geben, die sich ausweiten und Unschuldige in Gefahr bringen könnten. Gebt mir sofort Bescheid, falls ihr irgendetwas Nützliches mitbekommt. Autumn, ermitteln der Sache. Allerdings sind die Spuren bislang rar gesät. Jawohl, noch ein Fehlalarm. Alle Ranger, Emma Wilcox. Betreff, noch ein Fehlalarm. Nur damit es klar ist, der Bericht über die Farm auf Polvo hat sich als weiterer Fehlalarm herausgestellt. Laut der dortigen Security haben sie nachgesehen und der Mann, mit dem sie geredet haben, meinte, alles wäre in Ordnung. Seltsamerweise kam der ursprüngliche Ruf von einer Frau und als die Security mit ihm reden wollte, hatte sie laut dem Mann angeblich den Planeten verlassen und ihre Familie zu besuchen. Normalerweise würde ich mir darüber keine Gedanken machen, aber vor einem Monat habe ich einen ähnlichen Bericht gelesen. Der Ruf war von einem älteren Mann reingekommen. Allerdings traf die Security niemanden, der so alt war. Und als sie nach ihm fragten, hieß es, er hätte sich Urlaub genommen. Mysteriös. Oh mein Gott. Shepard hat nach dir gefragt. Von Alex Shadidat von Diego Monroe. Shepard hat nach dir gefragt. Shepard war hier, hat nach dir gefragt. Er meinte, deine Komponenten und Kryptografie-Slates sind eingetroffen. Du kannst sie während der Geschäftszeit abholen. Machen wir. Viel Glück. Dann haben wir noch persönliches Tagebuch. Suboptimales Date. Oh mein Gott. Jetzt geht es weiter wegen dem Date. Sie hat einem erstmal gut Glück gewünscht und sowas. Und jetzt bin ich mal gespannt. Erstmal trinken hier. Das hier sollte ich wohl nicht schreiben, aber ich muss es irgendwo loswerden. Das Date mit Lea lief nicht so gut. Oha, gut, dass wir es da vorher gelesen haben, das andere. Sie verbrachte fast die gesamten 3 Stunden damit, von Solomons Code zu schwärmen. Oh mein Gott, wie doof. Genauso gut hätte sie sagen können, dass sie schon verliebt ist, das wäre weniger peinlich gewesen. Natürlich wird Helga jetzt fragen, wie es war, und ich sollte mir meine Antwort gut überlegen. Denn schließlich hat sie das Date eingefädelt. Vielleicht bleibe ich einfach Single, wie der Marshall. Wenigstens ist das nicht so kompliziert. Die Nerven. Heute kann ich mich nicht konzentrieren. Ich bin mit den Nerven runter. Warum will Helga mich unbedingt verkuppeln? Klar, Lea ist schön und klug und ich bin wirklich von ihr angetan. Aber bin ich jetzt schon bereit für ein Date? Nein. Was soll ich ansehen? Worüber sollen wir reden? Werde ich sie zu Tode langweilen, weil ich mich bloß mit der Ranger und der Kryptographie auskenne? Kann ich die sinnlosen Journaleinträge mit rhetorischen Fragen sein lassen und mich wieder an die Arbeit machen? Kinderspiel. Okay, 23:30. Okay, ich habe mal gesagt, es ist 2300. Das ist 30 Jahre später, als ich gedacht habe. Irgendein Genie in der Schaubahn, der hat entschieden, dass man untereinander jetzt mit Codes kommunizieren. Diego hat mir eine der Slates, aber der Code war so simpel, dass mitten in der Kantina losgeprustet habe. Emma hätte fast ihr Getränk ausgespuckt. Wann lernen die es endlich? Vielleicht sollte ich ihnen sagen, dass sie sich mehr anstrengen sollten. So ist das keine Herausforderung. Oder ist es ein Sonntag gemeint? Bin mir nicht sicher. Okay. Freestar Ende. Oh, das ist ein anderes Ding, okay.
Gut, passt. Haben wir. Schöne Story. Mehr davon. Was macht sie denn da? Nicht jeder kann behaupten, im Turm zu arbeiten. Ich bin jetzt auch nicht so auf dem Turm. Scheiße, Diego, wie machst du das? Wir sind eigentlich rumgelaufen, um uns hinzulegen, fällt mir gerade auf. Wir müssen 24 Stunden ruhen. Das heißt, wir müssen nur 21 Stunden lokale Zeit uns hinlegen, damit 24 Stunden vergehen in der anderen Zeit. Aber da wir jetzt auf dem Planeten sind, zählt es anscheinend doch. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das Wichtigste ist, dass egal wo ihr hingeht, immer das Wasser mitnehmt. Prost. Tuck, tuck, tuck. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es wird. Was wird? Endlich bist du wach. Es gibt viel zu tun. Sie bei Keon Alpin vorbei. Genau, deswegen habe ich das ja gemacht hier. Okay. Aber mal schauen, sind die zwei weg? Ich dachte, die warten jetzt 24 Stunden auf mich, dass ich da aufstehe. Sternenfreund, Stofftier. Oh, wie süß. Ist er knuffig. Okay, let's go. Hier ist nichts Wichtiges mehr. Keine Interaktionen finden mehr statt. Alle weg. Feldflasche. So, okay. Schön. Hallo, Andreja. Sie ist immer noch wenn da nach 24 Stunden. Geh auf die oberen Ebenen oder in die Kante. Ist er endlich fertig oder was, der Typ? Schön, dich zu sehen. Bist du fertig mit dem Ding? Wen haben wir denn da? Ja, sag doch, bist du fertig mit dem Ding, oder was? Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Wen haben wir denn da? Oh, ich kann das nehmen, ohne dass ich dafür belangt werde. Ist okay. Keine Diebesware. Oder wie ich immer so sagen pflege, Klauware. Na dann schauen wir mal hier. Schauen wir mal hier. Hey, Deputy. Hey, okay. Ich bin ja gespannt, was da jetzt passiert ist. Bin ich mal wirklich gespannt. Reconnect, refresh, hallo? Stream Manager, gehst du wieder? Wie das Spiel immer komplett pausiert, wenn man da raus geht aus dem Spiel. Weil man es dann wir nicht gehighlightet hat. Klüger sein. You need turn around. Jetzt don't turn around anymore. Du hast 782 Credits, die mir gehören. Du hast sie mir entwendet, ich werde sie dir entwenden. Sei nicht dumm, halt, sofort. Ich bin dumm und gebe keinen Halt, denn ich lade einfach nochmal. Siehst du? Kein Problem, jetzt sprechen wir. Jetzt bin ich ganz so. Hallo, Keone Alpin. Hey, wie geht's? Hältst du dich aus Ärger raus? Ja, aber ich hoffe, du auch wegen den Sensoren. Nun, da du mich bittest, das Gegenteil zu tun, geht es mir gut. Das könnte ich dich auch fragen. Heraushalten? Nein, ich suche danach. Naja, wenn's dir so gefällt. Ich hatte in diesem Leben schon genug davon. In letzter Zeit läuft es besser. So langsam kommen Davis und ich besser zurecht. Freunde werden wir wohl kaum, aber wenigstens reden wir jetzt miteinander. Er scheint den Wert meiner Forschung endlich erkannt zu haben. Ja? Ihr seid beide ziemliche Dickköpfe. Ich hoffe, du hast dich bei ihm entschuldigt. Freut mich, dass ihr zueinander auskommt. Das ist dickköpfig gut. Ich weiß. Ja. Wir beide haben das begriffen und wollen uns bessern. Okay. Apropos Davis. Ehrlich gesagt sorge ich mich ein wenig um ihn. Die jüngsten Daten legen nahe, dass in letzter Zeit jemand deutlich häufiger auf Patrouille geht als früher. Oh nein. Ich bin mir sicher, dass es Davis ist. Kann nicht anders sein. Der muss ja scheinen. Schauen, weil er hat ja Angst. Vielleicht habe ich ihn unabsichtlich zu weit getrieben oder ja, bin kurz klar. Davor. Das macht mir Sorgen. Vielleicht hat das nichts damit zu tun. Wieso geht es nicht mit ihm, wenn dir solche Sachen Sorgen machen? Er macht nur seine Arbeit. Also, wieso reden hier? Wir reden zwar miteinander, aber meine Anwesenheit scheint ihn immer noch zu reizen.
Okay. Ich will die Lage nicht verschlimmern. Verschlimmbessern? Ich komme mit Daten und Technik besser zurecht als mit Menschen und habe bereits Chaos angerichtet. Uiuiui. Würdest du mit ihm reden? Ich? Moa? Das würde mich auf jeden Fall beruhigen. Ich habe noch nicht ja, nicht nein gesagt. Quest automatisch angenommen? Missionsstatus Alpha-Tier, sprich mit Davis Wilson. Aber ich hätte doch jetzt sowieso irgendwann nein gesagt, aber jetzt, ja, na gut, die zwei Mitte laufe ich. Kein Problem. Hallo, Davis, wie läuft's? Na, mein Lieber? Unglaublich, dass Bailey etwas so Dämliches macht. Wie hieß der Ansprechpartner für den Job doch gleich? Oh, Mann. Oh mein Warum Gott, ne? Nur bereitet dein Immer Anblick mir jedes Kopfschmerzen. Mal Kopfschmerzen? Kannst du dir nicht vorstellen. Du solltest deswegen zum Arzt gehen. Das höre ich oft. Davis, das verletzt mich. Oh, persönlich nehmen, oder was? Vielleicht machen wir das. Sicher bist du am Boden ja. zerstört. Bin ich. Also, wie kann ich helfen? So. Falls du Todeswünsche hegst, das geht auch angenehmer als durch Ashtar. Wir machen uns Sorgen, weil du so viel Zeit außerhalb der Mauern verbringst. Heoni meint, dass du zu viel Zeit auf Batulia verbringst. Sorgen. Soll ich jetzt beruhigt sein, weil sich jemand um mich sorgt? Oder ja, natürlich. Beunruhigt, weil mich jemand stalkt? Beides. Na, obwohl wir inzwischen etwas besser zurechtkommen, trifft diese Frau immer noch einen wunden Punkt bei mir, ohne es zu wollen. Ja, ist halt Fettnäpfchentreterin. Keoni tut nichts, was deine Arbeit sabotieren würde. Sag mir, was dich da hinaustreibt. Du kannst einfach fragen, wenn du Hilfe brauchst. Hier, das da. Das weiß ich. Ich mag es zuerst nicht geglaubt haben, doch in dieser Hinsicht ist sie ehrlich. Ja, siehst du? Als wir da draußen auf diesen Roboter stießen, war das natürlich ein Schock. Ja, für mich auch. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass einer unserer Leute uns so in Gefahr bringen würde. Doch inzwischen wurde mir klar, dass nicht alle Spuren auf diesen Vorfall zurückgehen. Dafür sind sie zu groß und zu verbreitet. Oh. Du bist überarbeitet und brauchst ein bisschen Ruhe. Du meinst selbst, dass ein Schock war. Vielleicht ist das auch schon alles. Du glaubst, dass sich da draußen noch eine andere Kreatur herumtreibt? Ja, das befürchte ich. Befürchte ich. Oh, wow, wow. Falls es einen noch größeren und gefährlicheren Ashtar gibt, muss ich das wissen. Ich sag dir was. Wenn ihr euch solche Sorgen macht, dann komm doch mit. Du kannst mich im Kampf unterstützen oder ordentlich auslachen, falls am Ende nichts gewesen ist. Rüste dich vorher aus, falls nötig. Und ich bin immer ausgerüstet. Schnapp dir die dickste Knarre, die du kriegen kannst. Habe ich immer dabei. 12 Knarren. Lass mich schnell noch ein paar Sachen zusammensuchen. Bin ausgerüstet, ziehen wir los. Let's F go. Alles klar. Keoni hat mir ihre Daten gezeigt. Cleveres Keoni, show us your dad. Sie weiß so einiges. Mit ihrer Hilfe können wir echte Fortschritte erzielen. Okay. I'm ready. Andrija, ihre Datensätze viel come on. Zu sein. Doch vielleicht stimmt das nicht. Ein Ashtar, der größer und schon wieder ein Helikopter, der hier herumfliegt. Trotzdem hoffe ich, dass sie recht hat und es nur ein Glitch ist. Und behalt das für dich. Ja, ja, ich behalte alles für mich. Gut, da wären wir. Und wenn ich dabei bin, gibt es natürlich fette Action jetzt hier. Neulich immer fiel mir bereit. Eine Geschichte aus meinem ersten Jahr auf Aquila ein. Ja, was denn? Erzähl mal. Ich total vergessen. Okay, wir gehen hier spazieren. Gibt es immer wieder Typen, die sich für die Allergrößten halten. Okay. Manche zieht es auf der Suche nach Reichtum in die Wildnis. Okay. Wollen unbedingt das große Ding landen. Ja, das sind doch diese Möchtegern-Wix, also nette Leute. Die wollen den Leute. Schuss einfach nicht hören. So, hier HP, damit ihr seht, wie krass es wird gleich. Doch eines Tages schleppte sich ein Miner von irgendeinem Konzern. Meiner oder deiner? Tot und blutend in die Stadt zurück. Oha. Sagte, was hat er gemacht? Er hätte da draußen einen hausgroßen Ashtar gesehen. Boah, endlich Bosskampf. Die Älteren meinten, er würde im Fieberwahn reden. Geil, komm. Ich selbst? Boah, wenn wir dem. Ich will Bosskampf, war komm. Neu und hörte bloß zu. Mittlerweile frage ich mich, ob er vielleicht doch nicht fantasiert hat. Ich glaube ich auch. Vielleicht hatte er wirklich etwas gesehen. Denke ich auch. Hätte ich schon längst da, guck mal. Sollen. Schau mal. Ein Dino. Schau mal da. Look at this. Wow. Das muss es sein. Was auch passiert. Okay, du kannst nicht Sorge in die Stadt und berichtest davon. Hast du gehört?
Ja, ich erschieße einfach alles, was kommt. Was, wo, lass doch mal. Sorge dafür, dass Davis Wilson überlebt. Ob du nur optional. Lässt du ein wenig Dampf ab? Das war's? Der eine? Ohne den Beweis würde uns das mit dem Alpha-Kanal kaufen. Ja. Ich weiß nicht, habe ich schon gescannt, okay. Das ist ein Alpha gewesen eben? Alpha Ashtar. Aber das ist doch nicht, der ist doch nicht hausgroß, oder? Alpha Ashtar, ja, stimmt auch. Gut, na dann, komm. Lass uns nochmal, lass uns sprechen. Gut, David Wilson. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Wie geil, da stand optional. Ohne deine nur. Hilfe hätte ich das sterben lassen können. Wir waren nur hier, um sicherzugehen, dass du überlebst. Ja, leider. Ich hätte das erlebt, was passieren würde, wenn er stirbt, dann würde vielleicht ich den Job übernehmen, weil dann bin ich Main Ranger. Das war Spaß. Lass uns das wieder mal machen. Das Beste. Du bist echt unglaublich. Weißt du das? Appreciate, höre ich öfter. Diesmal haben wir zum Glück überlebt. Aber das hier wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Nein? Jetzt wissen wir, dass es diese Viecher gibt. Um sie von den besiedelten Gebieten fernzuhalten, müssen wir sie aufspüren. Machen wir. Das ich bin dabei. Das geht nur mit vereinten Kräften. Ach was, ich schaff das allein. Ich bin mit einem Reacher. Ich werde also meinen Stolz hinunterschlucken. Und ich bitte Kioni davon zu erzählen. Okay. Sie muss wissen, dass ihre Daten korrekt waren. Sie soll sich darauf konzentrieren. Und sie? Und er war so skeptisch? Ich möchte dich nicht hier draußen zurücklassen. Ich werde das sofort mitteilen. Du weichst nur aus, oder? Ah, hier. Mach dir um mich keine Sorgen. Als ob. Danke nochmal fürs Retten. Ja, aber jetzt warst du hier allein, also... Was, wenn jetzt 10 Alphas kommen hier? Was machen wir denn? Okay. Let's go. Egal wohin du gehst, immer nimm das Wasser mit dir. Egal wohin du gehst, beachte, dass die Wettervorschau gut ist. La 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 la. Running. Running, running, running. Für sowas werde ich so ein Alpha war jetzt nicht so schwer. Manchmal überlege ich, dass wir das vielleicht hochstellen, den Schwierigkeitsgrad, aber dann Stress haben, weiß ich nicht. Ich meine, er ist schon auf super hart, aber was würdest du machen? Naja, ich verliere Leben, weil ich hier ein bisschen zu schnell laufe. Wir müssen aber schnell da sein. Okay. Hallo, hey, Kioni Alpine. Sein. Den Daten siehst du? Sind die Ashtar sehr aktiv. Er hat doch Glück, der Davis, wenn wir sie nicht... Wir sollten wachsam sein, wenn wir uns aus der Stadt wagen. Jupp. Die Ashtar wenn sie nicht... sind furchterregend. Ja. Wenn sie nicht die Sensoren installiert hätte, wüssten sie nichts von dem Alpha. Was ist passiert? Alpha. Laut Davis war deine Hilfe elementar für den Schutz von Aquila City vor der neuen Ashtar-Bedrohung. Deine Daten waren nicht falsch. Sie haben uns geholfen, eine neue Sorte Ashtar zu finden. Darf sie nicht haben, neue Sorte Ashtar... Sie ist dafür verantwortlich. Ja, sowas würde Davis hier, doch nie sagen, selbst wenn es stimmt. Aber es stimmt, oder? Ja, klar meine stimmt's. Daten waren korrekt. Ja, ich hatte gerade angefangen, das Ganze für einen Fehler zu halten. Nein, es ich war dachte, richtig. Vielleicht hätte ich meine Nase da wirklich nicht reinstecken sollen. Ja, aber Davis doch richtig. War so überzeugt davon, dass alles unter Kontrolle ist und meine Hilfe nicht gebraucht wird. Aber so ist es nicht, oder? Nee, wir müssen mehr Scans und wir müssen das alles eingrenzen, schauen, wo die sind, müssen die alle beseitigen, weil die Alpha-Tiere sind wichtig zu töten. Keine Zeit. Sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Wir haben Arbeit vor uns. Du weißt, was du drauf hast. Lass dir von niemandem was anders erzählen. Lass dir das besser nicht zu Kopf steigen. Ja, du hast recht. Mhm. Ich sollte auf meinen Instinkt hören. Jawohl. Ich werde mich da gleich dran setzen. Doch vorher wollte ich dir noch das geben. Zeig mal.